Autsch. Das hat auch wieder gezogen. Was ich auch ganz gerne mal lernen würde, wäre Royal Guard und den Trickster schön kennenzulernen, weil die beiden, also vor allem der Royal Guard in richtigen Händen einfach ein Meisterstück ist, weil man jeden gegnerischen Angriff komplett mit einem Royal Block, also mit einem perfekten Block, abwehren und sogar in doppelter Manier zurückgeben kann. Und das einfach extrem stark ist, wenn man sich das mal vorstellt. Das war eine schöne Falle jetzt und... Autsch, das war jetzt nicht geplant. Das ebenfalls nicht, dass der daran jetzt noch stirbt. Das war aber geplant. Das wiederum nicht. Och, komm schon hier. Ach, jetzt kommt so ein Vieh wieder. Und Lucifer kann dem Vieh scheinbar nichts anhaben, weil die Lucifer-Speere einfach um das Vieh herumkrabbeln. Da ja, es macht keinen Schaden. Autsch. Und es will einfach nicht aus dieser Geistergestalt raus. Da haben wir's. So. Nein, wieso macht er den Spell denn jetzt schon da? Also, die Attacke meine ich nicht Spell. Ich bin schon da ganz verwirrt hier. Ist ja auch spät am Abend. Wir haben jetzt im Moment 23:30, aber nichtsdestotrotz, es ist der erste Ferientag für mich, nämlich am Mittwoch schon. Und ja, am Mittwoch habe ich schon Ferien. Warum? Ich weiß nicht. Weil unsere Schule einfach einen Tag früher Ferien gibt. Und das Vieh hier scheint neue Attacken zu haben. Weil das jetzt so ein Speer auch noch auf einen drauf hetzt. Aber das ist mir relativ egal. Denn jetzt dürfte es jeden Moment drauf gehen. Ab dafür. Und es gibt uns wieder schön viel HP. Das ist sehr schön. Traps ist neu an und wir können weiter zum Opernhaus. Und schauen wir doch mal, auf wen wir da treffen. Vielleicht auf... Boah, wie hieß der Kerl? Hieß der nicht Alfredo? Nein, keine Ahnung, wie der hieß. Der Kerl mit dieser hässlichen braunen Locke da, der immer am Stottern ist. Ich weiß es nicht. Egal, Objekte. Nehmen wir uns einfach mal einen Lebenskraftstern L. Der kostet im Moment nur 5000, weil je öfter man sich die kauft, desto teurer werden die auch. Ja, und dann dürfte es ein Cutscene geben. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. That is what you think. And that is why I wait in your power.
opportunity to battle a being of such grand illusion as you is a sweet fortune. Mega epische Cutscene. Oh, Feuerhundis. Autsch. Na komm, dann kriegst du halt mal ein bisschen von der Lucifer. Ich will, dass du irgendwie so auf den Boden kommst. Dann kann ich dem richtig schön mit dem Devil Trigger geben. Autsch. Na komm, machen wir jetzt mal eben den Devil Trigger mitten in der Combo an. Ah, da habe ich ihn aus der Combo gebracht, nämlich das ist so ein Absaugangriff. Da versucht er einem dann nämlich das Leben auszusaugen, also halt die HP abzusaugen. Und da muss man einfach angreifen, anstatt zurückzugehen. Das ist dabei extrem wichtig. Und ich sehe gerade nicht, wo der... Autsch. Und ich glaube, da sollte ich dann doch lieber mal eben einen Stern zumindest nutzen. Und ich packe den Devil Trigger mal ganz einfach rein. Und der beschwört hier gerade so ein paar Haiviecher. Das interessiert mich aber gerade so gut wie gar nicht. Und ich mache eine dritte Schockwelle. Und hau jetzt nochmal eben eine Combo hier so ganz schön rein. Na, will er jetzt wieder seinen Saugangriff machen? Nein, er holt so ein paar Klingviecher raus. Halleluja. Und jetzt gibt es eine schöne Full-Combo mit Devilbringer. Komm her, du. So. Ciao, Angelo. Nein, Agnus hieß er. Can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. Is that simple? But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me. No, 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 no. If you're gonna continue your research in the next world. No, 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 no. Und ein Portal geht auf. Wohin führt uns das Portal denn? Erstmal die ganzen roten Kugeln aufsammeln von dem Bosskampf. So. Fraps neu an. Und dann schauen wir nochmal, wo es hier hingeht. Unglaublich gute Cutscenes mal wieder. Capcom, du machst deinem Namen echt alle Ehre.
Halle-fucking-Luja. Wir haben einen A-Rang erzielt, Zeitmodeller S, Stil dieses Mal leider nur B, wir wurden anscheinend relativ oft getroffen, Kugeln auch nur B, aber das ist sowieso scheißegal, wie viele Kugeln wir sammeln, das ist mir persönlich sowas von Schnuppe. Auf jeden Fall vielen Dank, oh, ein neuer Teil der DMC-Geschichte ist jetzt freigeschalten. Trotzdem, wir speichern mal ganz schnell und dann würde ich ganz einfach nochmal sagen, wir haben Yamato an unserer Seite. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch das jetzt gerade hier anschaut. Von daher ganz einfach, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei Devil May Cry 4. Und yo, im Namen von Dante verabschiede ich mich und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.